Gut, dann, wie mache ich denn diesen Übergang? Wie mache ich denn diesen Übergang? Da wäre es jetzt halt schön, wenn das doch nicht so. Ja, wenn das halt auf einer Ebene wäre. Aber da ich den doch etwas größer auslegen will, diesen Park. Wobei ich will, ja, ich kann den ja auch nicht so groß machen, wie ich wahrscheinlich will. Allein schon deswegen, weil im Let's Play ist das wahrscheinlich sowas von zeitraubend. Und da man dann noch dabei labern muss, ist ja dann auch wieder. Pflanzen ist auch gut, dass wir die sammeln, weil die brauchen wir dann zur Deko. Da können wir dann auch ein paar. Irgendwie, immer wenn ich in dieses Gebiet komme, wird es ein bisschen dunkler, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das liegt dann am Sumpf, aber. Oder, ach, es wird generell schon wieder dunkler. Es wird schon wieder Nacht hier. Ich weiß auch noch nicht, wie ich da. Ich wollte es ja so ein bisschen wie ein Park aufbauen. Und so ein Park ist ja meistens umzäunt. So, was weiß ich. Irgendwie so Stadtpark oder so. Mit einem Zaun drumrum. Wieso habe ich jetzt eigentlich. Warum bin ich jetzt eigentlich schlafen gegangen? Ich war jetzt noch nur auf Monster getrimmt. So, Moment mal. Da wäre dann. Wie macht man das? Da wäre dann 20 mal 20. Nee, mache ich 20 mal 20 oder mache ich. Wenn ich ihn so. Dann müsste er jetzt. Dann wäre er jetzt. 30. 30 breit. Ist ja auch schon wieder ein Wort, 30. Hier machen wir auch gerade mal noch schnell den Weg nach hinten. Kann man sich dann so nach der Kirche oder so, kann man sich dann direkt auf dem Spaziergang in den Park machen oder wenn man aus der Bibliothek kommt, mit einem guten Buch sich unter den Baum packen und das Buch lesen. Habe ich mal gehört, dass man das machen kann. So. Buch lesen. Bücher lesen. Das ist auch sowas. Das habe ich irgendwie voll vernachlässigt in den letzten Jahren, muss ich schon fast sagen. Das letzte Buch, was ich wirklich eigentlich durchgelesen habe, war. Was war denn das? Das war der Herr. Na, wie heißt er? Mir fällt der Name nicht ein. Angels and Demons heißt der, glaube ich, im Original. Illuminati. Mann, Mann, Mann. Den habe ich das letzte Mal, also von Dan Brown, das, wo jetzt auch verfilmt worden ist, wobei die Verfilmung fand ich jetzt nicht so den Renner. 2, 3, 4, 5. Ja, den Film mit Tom Hanks, den fand ich jetzt nicht so den Renner. Boah, mache ich das jetzt so komplett? Hebe ich jetzt ein 30 mal 30 Feld aus? Es wäre schon schön, wenn ich das machen würde. Finde ich zum. Wo bin ich denn jetzt? Wobei ich muss das aber, glaube ich, eh dann hier anfangen lassen. Oder lass ich hier anfangen? Wenn die Mauern dann hier gehen.
Oder hier zumindest anfangen, das ist ja dann auch nicht so das Grüne vom Ei. Nee, eigentlich muss ich das von hier machen. So, wenn ich das von hier mache, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! 30, ja. Eigentlich könnten wir diesen Teich hier noch mitnehmen. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dann hätten wir so einen. Noch den Teich hier schön mit drin. Den können wir dann. Gut, dann machen wir das halt. Und den Sand hauen wir dann am besten auch raus. Der passt jetzt dann nicht wirklich irgendwie in die Landschaft, finde ich. Bringen wir halt doch alles auf eine Ebene runter. Ja, Illuminati fand ich ein cooles Buch damals. Ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, dass das mal rausgekommen ist, glaube ich. Das war auch schon wieder. Um die Jahrtausendwende? Wow, ist das lang her. Nee, halt, das war aber nicht das letzte Buch, was ich gelesen habe. Das letzte Buch, was ich, glaube ich, gelesen habe, war Das Sakrileg von Dan Brown. Fällt mir gerade so ein, nochmal spontan. Das ist noch gar nicht so alt. Das ist, glaube ich, 2008, 6, 7. So, Moment, hier habe ich gesagt, fängt's an und dann sind wir jetzt noch 40 nach hinten da. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ja, nein, 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 40. Hier lernen wir zählen. So. So, und jetzt das Ganze in der Mitte hier ausheben. Wer kommt denn auf so eine doofe Idee? Ja, oh. Illuminati. Kann ich nur empfehlen. Lest mal durch, ist ganz interessant eigentlich. Ist natürlich alles Science Fiction und ja. Ist natürlich. Oh. Sollte man natürlich nicht allzu ernst nehmen, alles, was da drin steht. Beziehungsweise, was waren das überhaupt nochmal? Das war, glaube ich, die Story mit. Ach, ich habe gar keine Kiste mehr hier. Die nächste ist, glaube ich, da in der Kirche. Das war die Story mit. Da ging es irgendwie darum, dass der Papst tot war und ach, mach mal einfach mal. Nee, bloß nicht Shift. Eins, zwei, drei, vier. Genau, dass der Papst irgendwie ermordet worden ist und dass sie dann. Da haben sie dann. Ach, wie heißen die diese Teilchen wieder? Man merkt, ich bin gut in so Zusammenfassungen schreiben, gell? Beziehungsweise erzählen. Na, wie hießen die? Antimaterie, genau. Antimaterie haben sie da irgendwie geschafft, im CERN zu konzentrieren und aufzufangen und im Behälter zu sperren. Und das ist ja irgendwie so krass, dass Antimaterie, sobald es mit Materie in Berührung kommt, und das ist ja wirklich so.
Oder soll zumindest so sein, dass es wirklich 100% Energie abgibt. Also, dass der Wirkungsgrad da bei 100% in Energieabgabe gibt. Irgendwie so ist das. Ich bin kein Physiker, ich kann das nicht so toll erklären. Und ja, da haben die das da irgendwie geschafft, in CERN so eine Probe zu samplen oder aufzufangen in einem speziellen Behälter. Und das wurde halt geklaut und das kann halt einen riesen Schaden anrichten. Und dann finden sie das halt irgendwie im Vatikan wieder. Oder der Vatikan wird zumindest von einem Assassin erpresst. Von den Illuminatis. Illuminatis? Illuminati? Ja. Und ja, interessante Story. Müsst ihr euch mal durchlesen. Also Sci-Fi-mäßig schon interessant. Das Buch habe ich, glaube ich, damals auch schon zwei, dreimal gelesen. Fand ich auf jeden Fall klasse damals, das Buch. Und dann, was habe ich? Dann das Sakrileg, aber daran kann ich mich irgendwie gar nicht mehr erinnern, an das Sakrileg. Die Story hat jetzt nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen wie das Illuminati. Wobei ich war ja früher auch ein bisschen heftiger drauf mit so Verschwörungstheorien. Da war ich super interessiert immer. Und da fand ich auch diesen Film so klasse, den, na, wie hieß er? Das ist ein deutscher Film. Eigentlich recht selten, dass ich deutsche Filme mag. Also, das ist eigentlich der einzige deutsche Film, der mir gefällt. Muss ich jetzt mal so sagen, weil ich kenne eigentlich so normale deutsche Filme gucke ich eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht warum. Also ich. Gut, ich habe Schuh des Manitou gesehen aber so toll war der jetzt auch nicht, fand ich. Das war. Ja gut, das jetzt als einen guten deutschen Film hinzustellen, das ist auch nur Klamauk. Aber. Oh, ich kann den Sand gar nicht aufnehmen. Kann ich irgendwas weg? Ach, komm hier. Eier haben wir mehr als genug. Ja, ach, das ist aber so dunkel gerade. Sollen wir uns doch ins Bett legen mal? Was? Wo war ich denn stehen geblieben? Ach genau, deutsche Filme. Ja, sind nicht so mein Fall, muss ich zugeben. Es gefällt mir eigentlich nicht wirklich. Ich bin auch nicht so der Tatort-Gucker oder so. Na toll, jetzt regnet es auch noch. Okay, dann gehen wir doch mal schlafen. Vielleicht hört es ja dann auf mit Regnen. Sehr schön. Es hört auf. Ja, ich bin noch nicht so der Tatortgucker oder so. Auch nicht so mein Fall. Erde. Kann ich da irgendwas hier lassen? Warum habe ich eigentlich noch ein Bett dabei? Die Samen, brauche ich die eigentlich überhaupt nicht? Nehme ich lieber diese Erde mit. Können wir dann für Gerüstbau irgendwann mal hier gebrauchen oder so? Ja. Und natürlich muss Original dann sein, wenn ich irgend sowas gucke. Weil ich habe mir das irgendwie angewohnt. Also es ist ja beim Schauspieler ist es ja so, ein Schauspieler macht eben auch seine Stimme aus. Und wenn die dann im Deutschen irgendwie vertont ist, dann ist es ja nicht die Stimme vom Schauspieler. Und die gehört halt mal zu dem Schauspieler, die Stimme. Und deshalb will ich das halt auch im Original gucken. Und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, macht das. Guckt Filme im Original. Auch wenn es am Anfang schwer ist. Ich habe mich da auch ein bisschen durchbeißen müssen und habe mein Englisch ein bisschen aufpolieren müssen.
Aber es ist einfach was anderes, das im Original zu sehen, als immer die Deutsch-Synchros. Und irgendwann merkt man auch, Deutsch-Synchros sind meistens auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Gut, Deutschland hat immerhin noch, ich würde schon fast sagen, landesmäßig eine der besten Synchros. Da gibt's echt heftige Sachen. Also zum Beispiel in Polen oder so, wo sie gerade über den Originaltext drüber schwätzen, ganz gelangweilt. Ja, aber ich bevorzug's doch lieber Original.